Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Videoblogs zwischen Mittelmeer und Jordan. Und wie bereits letzte Woche versprochen, möchte ich Ihnen heute den zweiten Teil meines Interviews mit Eliakim Haetzny vorstellen, in dem dieser Siedler, der zugleich auch Anwalt ist, erzählt, warum und wie er es sieht, dass es rechtens ist, dass Israelis in den besetzten Gebieten siedeln. Die Reaktionen von Ihnen waren ganz interessant. Wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen. Hören Sie sich also jetzt den zweiten Teil an. Das Interview dauert in Wirklichkeit noch sehr viel länger als das, was wir Ihnen hier heute vorstellen können. Und er redet noch sehr, sehr viel auch darüber, ob die Palästinenser nun ein Volk sind oder nicht. Das möchte ich alles aussparen. Aber hören Sie sich, wie gesagt, den zweiten Teil an, wie er weiter argumentiert. Hier also Eliakim Haetzny mit seiner Argumentation. Der Völkerbund verlieh den Engländern dieses Land in der Form von einem Mandat. Das heißt eine Vollmacht. Wie ein Mandant einem Anwalt. In anderen Worten, das war keine britische Kolonie. Es gehörte nicht den Engländern. Es war zu treuen Händen. Der Treuhänder war England. Und diese Treuhänder, das wurde ihm verliehen von dem Völkerbund. Zur selben Zeit hat der Völkerbund den Engländern gegeben ein Mandat über Irak und so weiter. Nun, was steht in dieser Vollmacht? Und das ist das entscheidende Dokument. Diese Vollmacht, die stammt aus dem Jahre 1922. Juli 1922 wurde verabschiedet das Mandat. Das ist ein Dokument. Sie können es bei mir zu Hause auf Englisch einsehen. Dort steht etwas sehr Interessantes. Noch einmal der Wortlaut der Balfour Declaration. Den Engländern, wie gesagt, ihr bekommt das Mandat mit dem Auftrag, in Palästina eine jüdische Nationalheimstätte zu errichten, unter der Bedingung, dass die Rechte der anderen etc. etc. Dann steht noch etwas in der Präambel. Wie heißt das Präambel? Präambel steht so. Wir tun das in consideration, in Betracht ziehend, die historischen Rechte des jüdischen Volkes in Palästina, ihre Nationalheimstätte wieder aufzubauen, reconstitute. Ich bin verliebt in dieses Wieder. Weil was bedeutet das? Es war einmal. Ihr hattet mal ein Haus hier. Es wurde zerstört. Wir geben euch nun die Chance, es wieder aufzubauen. So. Das ist wirklich eine Sternstunde. Das ist etwa eine. Also, dass die Völker. Das war vor dem Holocaust. Vor dem Holocaust. Dass die Völker sagen: Ja, dem jüdischen Volke wurde ein Unrecht zugefügt. Und wir wollen es jetzt wieder gut machen. Nota bene, das war doch die Zeit, wo das Prinzip der Selbstbestimmung in die Welt kam. Wilson. Zu dieser Zeit, dieser selbe Völkerbund brachte in die Welt ein freies Polen, die Tschechoslowakei, Jugoslawien. Das war alles das österreichisch-ungarische Imperium, welches auch dismantled, verteilt wurde. Und dann bekamen es die Völker, um geltend zu machen, deren Selbstbestimmung. Stellt sich doch die Frage. Es gab noch kein palästinensisches Volk. Die Araber hier wussten noch nicht, dass sie Palästinenser sind. Okay, aber sie waren Araber. Sie waren nicht Juden. Die Juden hier waren damals vielleicht 80.000. Die Araber waren schon einige hunderte Tausend, vielleicht eine halbe Million, vielleicht 400.000, ich weiß nicht. Keiner hat gezählt. Jedenfalls eine überwiegende Mehrheit. Damals im Jahre 1922. Deswegen mussten diese Siegersmächte und dieser Völkerbund erklären, warum, die Araber sagten schon damals oder konnten sagen, nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wir sind die Mehrheit. Deswegen sollte dieses Mandat lauten, dass
dass es, wie sagt man, verwaltet wird mit der Absicht, wie stand in dem Mandat von Irak oder Syrien, mit der Absicht am Ende, dass es ein irakisch-arabischer Staat wird. Also warum gibt ihr hier eine Bestimmung zugunsten der Minderheit? Und da kommt diese Präambel und sagt, wir geben euch Affirmative Action, heißt das auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. In anderen Worten, wie in Amerika einer, der zu Hause nichts gehabt hat, was ihn, wenn ich will, dass die zwei Studenten dieselbe Chance haben, muss ich dem Schwarzen oder dem Mann aus einem armen Viertel, ich muss ihm irgendeinen Vorsprung geben, damit wirklich die beiden die gleichen Bedingungen haben. Das heißt Affirmative Action. Also hier sagt der Völkerbund, wir geben dem jüdischen Volk Affirmative Action. Und die Rechte der Araber, die sind abgesichert, weil dort steht die Zivilrechte und die religiösen Rechte. Es steht nicht im Mandat die nationalen Rechte der Araber, weil die Araber hier in diesem Lande noch gar nicht wussten, dass sie eine Nation sind. Aber jetzt lassen Sie mich Sie da unterbrechen. Diese Nation wurde erst später erfunden als Reaktion zum Zionismus. Und was machen Sie jetzt mit dem Anspruch dieser Bevölkerung? Nein, das ist eine andere Frage. Sie fragten mich juristisch, wer hat den besseren Titel? Okay. Also diese Antwort muss ich zu Ende bringen, weil das ist eine andere Geschichte. Nun, es steht in diesem Mandat noch, dass es die Pflicht ist, der Engländer, der Mandatsmacht, jüdische Einwanderung zu ermutigen. Und es ist der Pflicht der Engländer, dichte Ansiedlung der Juden dafür zu sorgen, dass die Juden sich ansiedeln am Land, dicht ansiedeln und Gebrauch machen dafür von Staatsländern. Wir sitzen hier auf Staatsländer. Zum ersten Mal wurde dieses Mandat verwirklicht durch uns. Weil die Engländer haben sofort alles den Arabern gegeben. Die haben sofort gefälscht. Staatsländer gaben sie den Arabern. Jedenfalls, das ist das Mandat. Was ist mit diesem Mandat geschehen? Was ist der Wert von diesem Mandat heute? Da gibt es einen Präzedenzfall von dem früheren deutschen Südwestafrika, welches heute ist Namibia. Das war auch ein Mandat, welches verliehen wurde von demselben Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg an Südafrika. Das war eine frühere deutsche Kolonie. Den Deutschen wurden die Kolonien genommen am Ende des Ersten Weltkrieges und die bekamen ein Mandat. Und dort stand in diesem Mandat, dass man nicht die Schwarzen diskriminieren darf. Ja? Dann kam der Zweite Weltkrieg. Es gab keinen Völkerbund mehr. Und die Südafrikaner haben dann appliziert auf dieses Mandat die Apartheid. Und dieser Fall kam zum Internationalen Gerichtshof in Haag. Das Gutachten dieses Internationalen Gerichtshofes sagte, der Völkerbund besteht nicht mehr. Okay. Dieses Gefäß ist nicht mehr da, ist zerbrochen. Aber der Inhalt is a sacred trust of humanity, ist eine heilige, Erbe, ja, so etwas der Menschheit. Also obwohl das Mandat nicht mehr da ist, die Südafrikaner sind verpflichtet, aufrechtzuhalten weiter dieses Verbot, die Schwarzen zu diskriminieren. Sagen diese internationalen Rechtler, die ich erwähnte. Die sagen, dasselbe gilt für das englische Mandat auf Palästina.
weil der Inhalt, welcher sagt, das ist bestimmt für das jüdische Volk. Und ihr sollt Ansiedlung und Einwanderung ermutigen. Das besteht bis zum heutigen Tage. Bis wann? Bis eine neue Souveränität hineinkommt. Also wenn man nimmt das Gebiet des früheren Mandates, da hat man in Ostpalästina die jordanische Souveränität. Dort ist Mandat erloschen. Man hat die israelische Souveränität. Ja? Wir nennen es bis zur grünen Linie, der Linie von 67. Und zwischen diesen beiden neuen Souveränitäten auf dem früheren Gebiet des Mandates liegt Judäa, Samaria, Ostjerusalem und Gaza. Ohne eine Souveränität, Vakuum, Void. Nachdem das deutsche, frühere deutsche Südwestafrika Namibia wurde, ist das die einzige Fläche auf der Welt, vielleicht außer Arktik, welche herrenlos ist. Wenn eines Tages, Gott behüte, Israel dieses Gebiet mit einem Vertrag, Staatsvertrag, zediert an Palästinenser oder Jordanier, dann ist es aus. Aber solange es ist wie heute in der Schwebe und sie fragen, dann haben wir keinen früheren Souverän und sagen diese Rechtler, der bessere Anspruch, der beste und vielleicht einzige Anspruch ist der jüdische Anspruch aufgrund des Mandates. Warum sage ich jüdisch und nicht israelisch? Weil in dieser Präambel ist es versprochen dem jüdischen Volk. Und wir sagen heute, dass die israelische Regierung kein Recht hat, dieses Land dem jüdischen Volk zu rauben und den Arabern zu geben. Die sind auch Treuhänder. Die sind auch Treuhänder. Also nicht einmal die israelische Regierung hat ein Anrecht auf das Land, auf diese besetzten Gebiete, auf Judäa und Samaria, wie die Siedler sagen, sondern nur das gesamte jüdische Volk. So interpretiert Eliakim Haetzny das internationale Recht. Ich hoffe, es war für Sie interessant, in den letzten beiden Folgen dem mal zuzuhören und zu folgen oder auch nicht. In der nächsten Woche erzählen wir Ihnen dann wieder eine völlig andere Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.